werden. Habt mich euch auf das Meer. Ja. Ihr seid okay? Ja. Yeah. Okay.
Augen gerade. Außen. Das. Ja. Ja. Erdpass. Ab. Acht. Alle. Aus. Das Gewehr. Ja. Erdpass. Gerade. Aus. Das Gewehr. Ja. Erdpass. Ab. Acht.
Uns Deutschen ist der Norden, sind Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden schlicht und einfach nahe. Wir teilen nicht nur gemeinsame Interessen, wirtschaftlich und geopolitisch, wir teilen vor allem die gleichen Werte, häufig auch das Temperament und mit Blick auf heute Nachmittag würde ich sagen, sogar manchmal denselben Humor. Meine Frau und ich freuen uns, Sie alle hier heute zu Gast zu haben und deshalb ganz zu Anfang ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier in Schloss Bellevue. Bereits vor gut 800 Jahren taten sich Kaufleute an der Ostseeküste zusammen, gründeten dann später die Hanse und die Ostsee prägte also einen Teil unserer gemeinsamen Geschichte, unserer Identität. Von Finnland bis nach Dänemark, von Island, Norwegen, Schweden bis nach Deutschland. Die Zusammenarbeit der nordischen Länder gründet auf der Überzeugung, dass man gemeinsam mehr erreicht, wenn man die Kräfte bündelt. Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO hat uns auch als Europäer noch enger zusammenrücken lassen, auch, füge ich hinzu, wenn die Gründe dafür sehr schmerzhaft sind. Es muss etwas dran sein an Hygge und Lagom, an der nordischen Lebensart, von der wir Deutsche, glaube ich, noch einiges lernen können. Und in diesem Sinne möchte ich mein Glas erheben auf den echten Norden, auf das Glück und auf unsere gemeinsame Zukunft. Ihnen allen zum Wohl, Prost und Skål!
Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Elke Rüdenbender, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, Ihre königlichen Hoheiten, Ihre Exzellenzen, meine Damen und Herren. Es ist eine große Freude für Königin Mary und mich, Deutschland zum ersten Mal als König und Königin zu besuchen. Die Tatsache, dass dieser Besuch gemeinsam mit Staatsoberhäuptern und königlichen Vertreterinnen und Vertretern aus den nordischen Ländern stattfindet, macht diesen Besuch noch schöner und ist ein Zeugnis für die engen Beziehungen, die zwischen unseren Ländern bestehen. Im Namen der 5 nordischen Länder möchte ich Ihnen danken, dass Sie am 25-jährigen Jubiläum der nordischen Botschaften in Berlin teilgenommen haben. Der Botschaftskomplex wurde in friedlicheren Zeiten gebaut, aber jetzt feiert er sein Jubiläum in einer Zeit, in der der Krieg wieder auf unserem Kontinent angekommen ist. Dies sind tragische Umstände. Und doch ist es beruhigend, dass die Einigkeit über unsere Grenzen hinweg historisch stark ist. Für uns in Dänemark ist die Grenze zu Deutschland die einzige Landesgrenze im eigentlichen Sinne. Das bedeutet, dass wir buchstäblich mit einem Fuß in Dänemark und einem Fuß in Deutschland stehen können. Diese Tatsache ist Teil des täglichen Lebens für Tausende von Dänen und Deutschen. Die dänische Minderheit in Südschleswig und die deutsche Minderheit in Südjütland fühlen sich mit beiden Ländern verbunden. Sie haben ein Heimatland und eine Herzensheimat, wie sie eine junge Schülerin beim Besuch meiner Mutter, Königin Margrethe, vor 5 Jahren in Flensburg so schön ausgedrückt hat. Die Grenzregion ist eine dänisch-deutsche Überschneidung, ein sanfter Übergang zwischen unseren Bevölkerungen und ein Musterbeispiel für das Zusammenleben über eine Grenze hinweg, die einst zur Trennung geschaffen wurde. Hier ist der Geist für frei erklärt worden, denn die Menschen können ihre nationale Identität oder Mentalität seit fast 70 Jahren frei definieren. Und Königin Mary und ich freuen uns sehr darauf, morgen Schleswig-Holstein zu besuchen, wo sowohl die dänischen und norwegischen Königshäuser ihre Wurzeln haben. Seit ich ein kleiner Junge war, ist der Grenzübertritt in den Süden für mich mit Vorfreude und Schmetterlingen im Bauch verbunden. In meiner Kinderaugen war Deutschland die Autobahn, schönes Autos und der Fuß auf den Gaspedal. Wenn die E45 zur A7 wurde, ging die Reise richtig los. Alle Wege führten zu neuen Abenteuern. Sowohl innerhalb Deutschlands als auch in die weiter Ferne, in die vielen anderen europäischen Länder, zu denen uns unser südlicher Nachbar verbindet. Ich war ein junger Mann, als Deutschland wieder vereinigt wurde. Der Fall der Berliner Mauer war für mich ein Ereignis, das bewies, dass Versöhnung möglich ist. Als die Mauer verschwand, blieb die Hoffnung für eine ganze Generation von jungen Menschen. Wir blickten nach Deutschland und sahen ein Land, in dem Fleisch und Vertrauen zum Fortschritt führten. Wir kauften deutsche Produkte, weil sie für uns der Inbegriff von Modernität und Qualität waren. Und dank der Musikzeitschrift Bravo waren wir am Puls der Zeit und feierten Partys zu den Klängen von 99 Luftballons und Wind of Change. Als Erwachsener
habe ich Freude an der eher klassischen Kultur gefunden, die seit Jahrhunderten von Deutschland ausgeht. Viele der größten Komponisten, Wissenschaftlerinnen und Philosophen stammen aus Deutschland und ihre Töne, Gedanken und Ideen haben die Welt bereist. Und sie tun dies auch heute noch. Ich kenne die Gesichter Deutschlands von vor meiner Zeit und ich kenne die Gesichter Deutschlands aus meiner Lebenszeit. Letzterer ist die Geschichte eines europäischen Pioniers, der innerhalb und außerhalb seiner Grenzen Größe bewiesen hat. Es ist auch die Geschichte eines Industriemotors, der uns alle am Laufen gehalten hat, auf mehr als nur einer Ebene. Das ist das Bild, das meine Generation von dem Deutschland hat, mit dem wir aufgewachsen sind. Ich hoffe, dass die deutsche Bevölkerung stolz auf das ist, was der Rest von uns sieht. Wir leben in einer Zeit der Herausforderungen und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Doch die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen, was morgen möglich sein wird. Das gilt auch für die grüne Transformation. Das Klima kennt keine Grenzen. Und deshalb ist es sinnvoll, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die nicht nur einem einzelnen Land, sondern der ganzen Welt zugute kommen. Die besten Lösungen entstehen, wenn wir unser Wissen, unsere Erfahrung und unseren Erfindungsreichtum bündeln. Ganz gleich, ob wir unser gemeinsames Know-how nutzen, um unsere Versorgungssicherheit zu stärken, Energieverbindungen auszubauen oder um eine grüne Abkürzung von den nordischen Ländern nach Mitteleuropa zu bauen. Die feste Fehmarn-Belt-Querung wird uns im wahrsten Sinne des Wortes noch näher zusammenbringen. Denn wenn sie fertig ist, können wir in weniger als 10 Minuten von Rødby in Dänemark nach Puttgarden und in weniger als 5 Stunden von Berlin nach Kopenhagen fahren. Das schafft ganz andere Möglichkeiten. Ob es nun familiäre Angelegenheiten, ein Urlaub oder die Arbeit sind, die uns in den Süden oder in den Norden ziehen. Der längste unterirdische Tunnel der Welt stellt vielleicht keine gemeinsame Landreise dar, aber ist nah dran. Herr Bundespräsident, Deutschland spielt in Europa eine ganz besondere Rolle. Als das zentrale Land unseres Kontinents verbindet Deutschland den Norden mit dem Süden und den Osten mit dem Westen. Heute sind wir aus dem Norden gekommen, um unsere Gemeinschaft zu feiern. Unsere Länder sind sowohl über Land als auch über Seegrenzen miteinander verbunden. Im Nordatlantik, in der Nordsee und in der Ostsee. An Land und auf See stehen wir zusammen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine bringt Unsicherheit und Ungewissheit mit sich, aber auch Zusammenhalt, der durch den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zum Ausdruck kommt. Unsere Antwort auf den unwillkommenen Krieg ist eine ununterbrochene Achse der Loyalität von Nord nach Süd in Europa. Herr Bundespräsident, im Namen aller 5 nordischen Länder möchte ich Ihnen für die Einladung danken. Heute Abend sind viele Neulinge unter uns. 3 nordische Staatsoberhäupter sind neu im Amt. Das ist ein ungewöhnliches Zusammentreffen. Das zeigt, dass unsere Beziehung über Grenzen, Menschen und Generationen hinweg bestehen. Vielen Dank auch, dass Sie am 25-jährigen Jubiläum des gemeinsamen nordischen Botschaftskomplexes in Berlin teilgenommen haben. Mit seiner schönen Fassade und seiner Präsenz ist er der Fenster zum Norden, im Herzen Berlins, im Herzen Deutschlands, vereint im Herzen Europas. Ich möchte hiermit einen Toast auszusprechen, Deutschland und die deutsche Bevölkerung, auf den Bundespräsidenten
und Frau Elke Blütwetter mit dem Wunsch nach Glück und Wohlstand für unsere Länder.